Witajcie, witajcie w środku drzewa. Also willkommen, willkommen im Innern des Baumes. In den vielleicht schon Wurzeln des Baumes, wer weiß das schon. Und wir werden heute den Fluch vom Dekobaum aufheben. Eine große Halle mit vielen Säulen. Wer weiß, aus Stein oder aus Holz. Wer kann es schon sagen? Da war doch was. Gepanzerter Spinnenparasit Goma. Wartet, wartet. Na komm, stirb endlich. Bam! Voll hart so ins Auge gestochen zu werden die ganze Zeit. Oh, stelle ich mir richtig schmerzhaft vor. Ich nicht. Ah. Und das ist unser erster Herzcontainer. Ein Herzcontainer, die Energie lässt. Erweitert sich um ein Herz. Deine Energie wird aufgefüllt. Seht ihr, kein einziges Herz verloren. Und jetzt geht's ab. Wir werden hinaus teleportiert. Wir alle kennen ihn, den Bösewicht. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. Um diesen, in diesem Heiligen Reich ruht das Drivers, ein mächtiges Relikt der Götter und wartet auf den, seine Kraft zu nutzen weiß. Vor tausenden von Jahren stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Din, die Göttin der Kraft. Nairu, Göttin der Weisheit. Farore, die Göttin des Mutes.
Städten, die sie besuchten. Seither ist das Dryfus ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Dryfus zu erringen. Nie darf er, der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte, mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Asana, begib dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Der Kokiris Macht. Der Dekobom hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Asana. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Asana, meine letzten Willen zu verwirklichen. Wohlweiser Dekobon. Du hast die Worte des Dekobons gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Asana. Ich werde den Willen des Dekobaumes erfüllen. Leb wohl, weiser Dekobon. Leb wohl, Dekobon. Wir werden dich immer in unserem Herzen bei uns tragen. Du blöder Penner, du, wegen dir ist er tot, weil du, meine Hilfe zu spät und so und, ach, du Penner. Hey, Asana, was hast du getan? Der Dekobaum, ist er tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Verpiss dich, du blöder Pfosten. Es ist deine Schuld. Hättest du mich nur früher durchgelassen, hätte ich die ganze Zeit da nicht vertrödelt. Blöder Idiot. Der hat auch keine Ahnung von irgendwas. Blöder Spacken. So. Das war der erste Dungeon. Der Dekobaum. Das war unser erstes großes Monster. Und
Im nächsten Part verlassen wir dann den Kokiri-Wald. Und wir betreten ein ganz neues Gebiet. In diesem Sinne, mein Name ist Hasana. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen traumhaften Tag und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Somit bis zum nächsten Part. Tschüss!